Sieht aus wie ein Platten hier. Das ist der Nachteil am Leben im Wohnwagen. Willst du auf der Straße irgendwo übernachten? Nein. So ein kleiner Tipp am Rande. Seit einer knappen Stunde schon im Stau. Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Hallöchen. Für uns ging es diese Woche endlich mal wieder weiter, und zwar an die schöne Ostsee. Richtig, und zwar von dem Teutoburger Wald sind wir auf Rügen gefahren. Genau, und ja, in unserem Wochenrückblick nehmen wir euch natürlich wieder mit und auf die chaosreiche Fahrt. Und ja, was wir da alles so erlebt haben, wie die ganze Woche verlaufen ist, das seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Sind die Tanks relativ leer, und dann nutze ich das immer ganz gerne. Also wir würden noch, keine Ahnung, ich glaube 150 Kilometer kommen, und wir haben morgen eine relativ weite Strecke, so, ich weiß gar nicht genau, 500 Kilometer oder sowas um den Dreh, und da nutze ich das dann ganz gerne, dass ich im Vorfeld immer schon tanken fahre, weil ich weiß, ich komme mit dem Tank eh nicht aus bis dahin, und dann mache ich schon mal die Tanks hier voll, also Benzin und Gas, und dann muss ich mit einem Komplettgespann nicht irgendwo in eine Tankstelle fahren und waschen dann auch noch. Das hat er leider auch dringend nötig, genauso wie der Wohnwagen. Da muss ich schauen, wo ich den noch wasche. Ich hoffe, dass wir unterwegs noch was finden. Dann morgen zum Waschen. Und ja, dann mache ich das Ganze mal. Die Bonne ist im Wohnwagen, macht schon mal die ersten Vorbereitungen. So alles wieder zusammenpacken zu fahren, und ich freue mich schon total. Es geht endlich nach langer Zeit mal wieder ans Meer, und wir fahren an die Ostsee, und ja, ich freue mich total. Ich habe jetzt schon, ich glaube, ich habe schon ein Jahr lang kein Meer mehr gesehen, also das ist schon heftig lange. Also freue ich mich auf jeden Fall schon sehr, und jetzt fahre ich erstmal waschen und tanken. So, wir haben natürlich, wie schon gesagt, das ganze Räumen wieder. Das ist wirklich so ein Punkt, muss ich wirklich sagen. Wir haben, glaube ich, in den letzten 6 Jahren versucht, ja, das Ganze irgendwie immer so zu machen oder so zu optimieren, dass wir im Endeffekt, ja, dass wir im Endeffekt eigentlich alle Sachen irgendwie so verstauen können, dass wir gar nicht diese große Räumerei haben, aber wir kriegen das einfach nicht perfekt hin. Also wir müssen wirklich definitiv immer viel räumen, wenn wir dann so unterwegs sind. Wir sind zwischenzeitlich, würde ich sagen, haben wir schon gut in den Griff bekommen. Also wir sind zwischenzeitlich so bei 2 Stunden, 3 Stunden Maximum, sowas. 2, kriegen wir hin. Schon, ne? Ja. Was wir ungefähr hinkriegen für das ganze Räumen und dann halt ja wieder zurückräumen, wenn wir dann auf einem neuen Platz sind. Das ist der Nachteil am Leben im Wohnwagen oder im Camper generell. Das werden wahrscheinlich mehrere haben, nicht nur wir dieses Problem. So, wie wir vor ein paar Wochen in dem Video, ich weiß es gar nicht mehr welches. Ich glaube, das ist das Video mit den Herbstvorbereitungen. Ich werde aber nachschauen und dann blende ich das hier oben irgendwo ein. Haben wir uns darüber unterhalten, wegen der Heizung. Wir haben ja diese alte Warmwasserheizung. Und haben ja diesen Boiler für Warmwasser. Und da ist so ein Luftpolster drin, und ich erkläre das jetzt nicht nochmal alles, aber auf jeden Fall, dieses Luftpolster muss immer wieder erneuert werden, und deswegen gerade wichtig, bevor man fährt, wegen diesen Vibrationen, weil der dann auch das Ganze alles dämpft. Und das machen wir jetzt auch, weil wir, wie gesagt, ja morgen fahren. Deswegen tun wir heute auch dieses
ja, dieses Luftpolster nochmal erneuern. Und ja, das mache ich jetzt schnell. Und das wollte ich einfach nur nochmal ansprechen, weil wie gesagt, es ist vor jeder Fahrt, es ist eigentlich wichtig. So, jetzt läuft das. Ihr bleibt. So. Jetzt schauen wir hier mal noch, ob alle Gasflaschen festgemacht sind. Das kontrolliere ich auch immer, bevor wir fahren. So. Weil wir die ja auch immer mal wieder natürlich tauschen müssen, gerade zu der Jahreszeit. So, die sind feste. Das mit dem ganzen Laub hier, das ist so das, was mich am meisten am Herbst ärgert. So. Ja, das, was man im Hintergrund hört, ist unser Alpfilter. Haben wir auch schon mal gesagt. Man sollte die bei Nichtgebrauch sollte man die aufschrauben und auskippen und trocknen lassen. Dann halten die länger. Zumindest ist das eine Vorgabe von, ja, von Alp selber. Die haben das selber so geteilt oder mitgeteilt. Und dann räumen wir hier mal alles ein noch. So. Dann müssen wir jetzt noch den Starlink abbauen. Na toll, der Maulwurf hat mir hier die Löcher, also meine Schrauben, eingebuddelt. Yvonne? Ja? Bist du mit dem Besen, den kleinen? Der ja. Maulwurf hat das alles eingebuddelt. Ist extrem dreckig. Nein. Dankeschön. So. So, jetzt haben wir das. Sieht wieder aus. Total schmutzig. So, dann vor der Abfahrt. Auf jeden Fall, also mache ich nicht immer. Ja, mache ich nicht immer, aber ich habe jetzt erst. Wir haben ja erst neue Reifen bekommen am Wohnwagen. Da haben wir die Reifen komplett machen lassen. Und beim Auto war ich letzte Woche erst in der Werkstatt. So ein kleiner Tipp am Rande, wenn ihr einen Drehmoment habt, das Ganze hat mir mal so ein Kfz-Meister gesagt, wenn ihr den einstellt auf, wie jetzt in dem Fall 180 Newton beim Auto, also bei unserem Auto, und ihr seid fertig mit Rädern nachziehen, dann dreht den wieder runter auf 0 und so nehmt ihr die Spannung von der Feder, weil wenn der immer auf die gleiche Newtonmeter eingestellt ist, dann ist ständig Spannung auf der Feder und dann wird das irgendwann nicht mehr richtig passen. Und deswegen immer danach wieder runterdrehen. So, als kleiner Tipp am Rand. Gut. Ja, wir sind abfahrbereit und so sieht es dann hier aus im Wohnwagen, wenn wir im Endeffekt fahren. Die Dusche dient als Stauraum und vorne sind die Sachen noch gesichert und sonst alles weg. Der Würfel hier, wo man da sieht, hier der Würfel, der ist ja, der ist verklebt. Und ja, jetzt sind wir abfahrbereit und dann fahren wir mal los. Natürlich wieder eine Stunde später als geplant. So, wir haben es endlich geschafft, unterwegs zu sein, loszufahren. Plan war eigentlich, dass wir gegen 9 sowas, halb 10 sowas losfahren, ist dann doch so eine Stunde, anderthalb Stunden später geworden. Ja, aber wir sind jetzt unterwegs und haben jetzt natürlich noch super schönes Wetter. Das ist sehr, sehr schön. Wir fahren also schön dem Wetter entgegen. Fühlt sich gerade so ein bisschen an wie so auf dem Weg nach Spanien. Aber es ist also in Anführungszeichen nur die Ostsee. Wir freuen uns aber wahnsinnig auf die Ostsee, also wirklich endlich mal wieder mehr. Ich habe das gestern schon gesagt, wir waren vor ein Jahr lang schon nicht mehr am Meer. Ja. Ja, wird höchste Zeit, wir freuen uns total. Und dann hoffen wir einfach mal, dass alles gut läuft. Ich glaube, wir sind aber zu einer guten Zeit unterwegs, Wetter passt. Wenn wir jetzt keinen Stau haben,
Berufsverkehr müssen wir größtenteils fahren. Ja, dann kommen wir hoffentlich ohne Verzögerung, ohne Stau, ohne Sonstiges jetzt ganz entspannt auf der schönen Insel. Genau. Genau. A few minutes later. Jetzt sind wir bereits seit einer knappen Stunde schon im Stau. Und die Ankunftszeit ist schon um über 2 Stunden hochgegangen. Es ist sehr deprimierend gerade. Ein klein bisschen, ja. Auch die Letty findet das doof. Letty? Doof, ne? Doof. Alles doof. Tja. Alles gut. Jetzt machen wir dann eine kleine Pause noch, ne, dass wir ein bisschen laufen können mal. Was zu trinken, ne? Ja. Und einen kleinen Snack. Einen kleinen Snack auch? Ja, es gibt einen kleinen Snack. Für alle oder nur für die Hunde? Für die Hunde. Okay. So, jetzt machen wir eine kleine Pinkelpause mit den beiden. Also, dass wir uns alle mal so ein bisschen die, ja, die Beine auch vertreten können. Es zieht sich ja doch schon immer ganz schön. So, jetzt haben wir hier einmal Hauptsache gesprungen. Die wunderhübsche Letty. Dann brauchen wir den Odin und dann geht's weiter. Die Pausen auf dem Rasthof. Relativ wenig los hier auf diesem Rasthof oder Parkplatz in dem Fall. Oh, hier steht der Wohnwagen, wie klein er halt immer aussieht mit den ganzen LKWs. Jetzt hopp. Ja. Odin. Komm hopp. Du kriegst was zum Trinken. Oder Becky? Nicht? Möchtest du auf der Straße irgendwo übernachten? Nein. Hör doch auf, ich muss Auto fahren. Sag mal, ist mir auch alles fertig. There's a kind of peace moving every couple of years. Packing up and finding a new home. There's a beauty in the end. Da fahren wir jetzt die letzten 2,5 Stunden. Ja. Yeah. To the gin I just run. All my friends have stopped inviting me to where they are. Figuring I'll just be on the road. So, wir sind angekommen. Eigentlich wollten wir ja eventuell, also ich, wenn es an mir gegangen wäre, hätten wir noch irgendwo unterwegs geparkt, weil es hat sich ja doch gezogen. Es war dann noch eine Umleitung, es war dann noch ein Teil auf der Autobahn gesperrt. Aber hier, die Chefin hat angerufen auf dem Platz und wir können dann also so spät noch anreisen. Und ja, wir sind also dann doch angereist. Und jetzt sind wir hier und bauen im Dunkeln auf. Hauptsache, sie ist glücklich. Und ich weiß, dass er es hasst. Und sie läuft mir mit der Taschenlampe hinterher. Ja. Im Dunkeln aufbauen hasse ich total. So, haben wir das. Gut, ich will mal das Licht. Bitte. Also Strom haben wir dran. Wohnwagen ist schon wieder schmutzig. Oh, richtig schmutzig. Huiuiui, sehr schmutzig. So, gut. Die wollte ich noch ranmachen, richtig. So, dann
wie ein Platten hier. Dann machen wir mal fertig hier, bevor es zu spät wird. Jawohl. Los. Zack, zack. So, wir haben jetzt grob aufgebaut. Hier sieht es noch ein bisschen chaosmäßig aus. So ein klein wenig. Ein die Letty ist auch. Letty? Hallo? Bist du unzufrieden mit der Gesamtsituation? Schatz? Ein bisschen? Ja. Ja, wir machen jetzt. Wir haben jetzt außen so grob aufgebaut, dass es passt. Machen jetzt hier innen so ein bisschen grob Ordnung. Dann gibt es noch eine Kleinigkeit zu essen. Und wir haben, was haben wir denn überhaupt? Wie viel Uhr haben wir denn? Ich habe keine Ahnung. Wir haben 10:30. Das heißt, eine Kleinigkeit essen und ja, den Rest vernünftig aufbauen machen wir dann morgen. Genau. So, gut, dann machen wir hier erstmal fertig. So, guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben jetzt ausgeschlafen erstmal. Ja. Und jetzt, bevor wir weiter aufbauen, gehen wir erstmal runter an den Strand. Ja. Ist ja schon so lange her, dass wir da zuletzt waren. Und die beiden wollen auch dringend raus und das Wasser sehen. Und ja, dann gehen wir doch alle mal an den Strand. Nehmen wir euch mit. Genau. Los geht's. Auf geht's. So, die letzten Meter zum Meer. Die Hunde sind schon völlig aufgeregt. Der Odin sowieso. Er zieht halt einfach ohne Ende. Ich weiß nicht, ob man es schon hört. Yvonne, warte auf uns. Dann geh doch du vor. Langsam. Du darfst gleich. Du darfst gleich. Langsam. Ist okay. Ist echt mal wieder schön, ne? Ja, es ist traumhaft. Und vor allem der Strand wieder relativ. Ja, relativ für uns alleine eigentlich. Die zwei genießen das auch. Einfach mal wieder rumzuspringen. Tja, und nach ungefähr, keine Ahnung, 200 Meter vielleicht, sind wir wieder zurück beim Wohnwagen. Das ist auch cool. Und so stehen wir hier. Und wir haben Sonne. Jetzt komm mal raus. Na, Letty, bleib. Du bleibst. Für was unser cooler Handbesen übrigens auch geeignet ist. Das ist am Strand die Hunde sandfrei wieder zu machen. Oh, Gesundheit. So, bleiben. Warte. So, wir müssen dich doch wieder sauber machen. Wir müssen dich doch wieder sauber. Ja, super, dass du mir so hilfst. Super, dass du mir so hilfst. Du warst ja natürlich auch überall im Wasser. Du warst ja auch im Wasser überall. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht, Digga? Hä? Was hast du überall gemacht im Wasser? So. Wie siehst du denn aus? So. Moment. Dann haben wir hier blau für den Odin. Für den Odin. So. Dein schönes Gesicht sauber machen. So. Ja, super hilfst du mir. Super hilfst du mir. Ja, jetzt geh mal rein. Geh mal rein. Komm mal hier hin. Sitzen. So, Pfoti. Gib mir dein Pfoti. Ja, super. Da ist ja noch, hier ist ja noch ganz viel. Oh, ganz viel Sand im Gesicht. Nachher hast du es wieder im Auge und das machen wir dann. Anderes Pfoti? Toll. Super. Die Brust ist auch noch ganz nass, ne? Ja.
So, das hintere Pfötchen. So. So, du bleibst. Du bleibst. Kannst hier nicht einfach rumspringen. Hier sind andere Hunde auch. Und andere Menschen, die das vielleicht nicht mögen. Bleiben. So, dann machen wir den Starling, oder? Ja, ich packe mir noch schnell einen Kaffee in meine Tasse. Ich nehme ihn raus. Das ist sehr schön. Ich hab's gleich. Kleinen Moment. Zacka. So. So. Ich komme. So, ich hatte mir überlegt, ob wir den hier herstellen vielleicht. Weil da müsste relativ gut sein, oder? Ja, wir können in der App schnell gucken. Ja, wegen hätte ich Störungsfeldern eh und dann. Das hätte ich eh gemacht. So, was weiß ich, hier. Keine Ahnung. Hier. Ja. Oder? Ja. Oder direkt vor die Deichsel. So. Wäre auch eine Möglichkeit. Ist die Frage, wie weit hoch oder runter du ihn haben willst. Du hast es noch nicht festgeschraubt. Nein, nein, weil ich nicht wusste, wie hoch wir ihn machen. Weil wir können ja mit dem auch so, dann ist er höher, wie auch Wohnwagen, dass er dran vorbeikommt eventuell. Ja, ich würde ein bisschen weiter runter, weil wir hier ja relativ viel Wind haben immer. Vielleicht okay. So. Gut. So, also haben wir die Höhe schon mal festgelegt. Dann schau einfach mal, wo es passt. Guck ich mal gerade, wie es hier aussieht. Also. So, natürlich findet er den noch nicht. Hier, Hindernisse prüfen. Mit Motor bestätigen. So. Pass auf. So, ich bin bereit. Und? Ergebnisse anzeigen. Bisschen schwindelig. Doch. Gut, gut. Videoanrufe, Unterbrechungen. Online-Gaming, häufige Unterbrechung. Ja, aber ja, das ist gut, ja egal aber für uns. Wenn du guckst, wir haben ja hier gerade mal wirklich das und das. So ja, ein bisschen. Stellen wir denn hier auf, oder? Ja, hätte ich gesagt. Wie machen wir es so? So, so, wie hättest du es gern? Ich glaube, ich hätte es gerne mit. Ich hätte es gerne. Wie sagt man in der Flucht? Ich weiß nicht warum. Also sicher? Ja, mach fest. Sicher, dass es so passt? Ja, passt jetzt so. Ganz sicher. Ja, das halt passt ihn fest, jetzt. Dass er nicht mehr verwackelt. Du schraubst ihn doch nur in den Boden. Da wackelt doch nichts mehr. Tja, mehr ist diese Woche gar nicht mehr passiert. Und somit sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Wir hatten Donnerstag, Freitag noch relativ schönes Wetter, eigentlich sogar sehr, sehr schönes Wetter. Und haben das Ganze dann auch genutzt, auch mit ausgiebigen Spaziergängen an der Ostsee. Das Ganze mal wieder so richtig zu genießen. Und ja, dann waren wir größtenteils einfach nur vor den PCs und das wollten wir euch ersparen. Aber wir sind ja noch eine Zeit lang hier. Und wir haben hier einige Sachen noch, die wir uns selber anschauen wollen, wo wir euch natürlich auch mitnehmen. Wir haben uns auch überlegt, euch den Platz hier mal vorzustellen. Sind ja immer mal wieder auch die Fragen mit Plätzen und so weiter, gerade auch, wo wir überall hinfahren wegen Länge und so weiter vom Wohnwagen. Wobei, so lang finde ich unseren Wohnwagen, unser Gespann eigentlich gar eigentlich nicht. Also, nicht, aber wir haben schon deutlich längeres immer mal wieder gesehen. Ja. Aber auch da waren immer mal wieder so die Fragen. Und dann haben wir gesagt, okay, wollten wir auch ein bisschen mit reinnehmen. Genau. Werden wir auch Stück für Stück so ein bisschen jetzt machen. Wird sich viel tun. Und ja, wie gesagt, wir sind am Ende des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Wir haben nach wie vor, glaube ich, noch 70% oder sogar 75% Nutzer ohne Abo. Also das ist kostenlos. Tut uns einen Gefallen, ihr unterstützt uns damit. Einfach nur auf Abonnieren klicken. Ja. Und ihr verpasst dann auch nichts mehr. Genau. Genau. Und ja, somit
wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Erstmal einen schönen Sonntag und eine schöne Restwoche. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt alle gesund. Bis dann. Tschüss.